Marketingforschung, nächste Seite, ökoskopische und demoskopische. Und diese begriffliche Unterscheidung ist eine Unterscheidung nach Art des Untersuchungsobjektes. Das ist die Unterscheidung hier. Wir unterscheiden nach Art des Untersuchungsobjektes, also was erforschen wir da? Ökoskopische Marktforschung erforscht das Was. ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Ökoskopische Marktforschung erforscht das Was. ZDF, Zahlen, Daten, Fakten. Und demoskopische Marktforschung erforscht das Warum. Das Warum, das heißt die Motive und Meinungen. Sie kennen den Begriff Demoskopie. Demoskopie, kennen Sie den? Was sind das? Das sind die politischen Wahlforscher. Ja, die erforschen Motive und Meinungen, vor allem Meinungen. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, was meinen Sie denn, wäre da für Sie der beste Vertreter? Die berühmte Sonntagsfrage. Das ist Meinungsforschung. Das heißt, die ökoskopische Marktforschung erforscht, wie viele Besucher auf eine Messe kommen. Zahlen, Daten, Fakten. Vielleicht noch Männer- und Frauenanteil, wenn man das erfassen kann. Und die demoskopische Marketingforschung fragt, warum kommen Sie denn? Was sind denn Ihre Interessen und Motive? Warum haben Sie sich von irgendwoher hierhin bewegt? Ja, Motiv, der Beweggrund. Der Motiv ist der Grund, warum ich mich bewege. Warum haben Sie sich also hierhin bewegt, um diese Messe zu besuchen? Warum? Ja, das Was und das Warum, das ist hier der Unterschied. Hallo, ich bin Robin Good. Der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.